Ja, komm mal, guten Abend, ihr Krümel, zur neuen Ausgabe Draffin's Nest hier. Ja, mal ein bisschen später aufgenommen als sonst, hatte so viel zu tun diesen Freitag. Aber ich hau sie euch natürlich noch rechtzeitig trotzdem raus. Und ja, so düster und grau, wie es gerade jetzt draußen wird, das Wetter. Beziehungsweise ist ja jetzt Abend bei mir. Fängt auch das Liedchen hier gleich für die Ausgabe heute an. Vom Silverstream wieder ein bisschen was für die kommende Woche. Und danach gibt es wieder einen anderen Interpreten. Aber wenn euch seine Musik gefällt, schaut mal bei ihm vorbei. Und wir machen mal mit ein paar fröhlicheren Sachen weiter. Wie zum Beispiel der, ja, steigenden Weihnachtsstimmung. Am kommenden, also nächste Woche, den Sonntag, ist ja dann schon der erste Advent. Und der 1. Dezember. Also, wenn ihr einen Adventskalender habt, vergesst nicht, euer Türchen dann aufzumachen. Ich habe einen. Ja, freue mich schon drauf von After Eight. Ich esse die Dinger so gerne. Ja, und natürlich haben wir, wie gesagt, ein bisschen Weihnachtsstimmung. Der vom MPS, der Weihnachtsmarkt, der geht noch weiter. Der hat ja schon eine Woche, hatte der schon gehabt. Beziehungsweise läuft dann. Der geht jetzt natürlich bis kurz vor Weihnachten, wird das Ganze dort weitergehen. Und natürlich eben auch in der restlichen Novemberwoche bis zum ersten Advent. Könnt ihr dort vorbeischauen. Nur ist diesmal ein bisschen anderes Programm an Bands, genau. Die Preise sind die gleichen, einfach für den Weihnachtsmarkt kann man für 8 Euro rein. Wenn man am großen Konzert am Samstag vorbeischauen möchte, da ist es, weil es jetzt mehr Bands sind, am Samstag vor dem ersten Advent sind es 38 statt 35 Euro. Aber hey, meine Güte, da sind einige bekannte Namen dabei, wie, ja, zum Beispiel Fersengold und Knasterbart. Mr. Hurley und die Pulveraffen finde ich sau cool. Rapalje ist dabei. Und die Dinosaurier aus, wo waren die her? Niederlande? Schweden? Irgendwas auf jeden Fall aus dem Norden oben in der Ecke. Die Heavisaurus. Die sehen ganz witzig. Die sehen ganz witzig aus. Wer da mal vorbeischauen möchte, das Ganze findet in Dortmund statt, kann ja vorbeischauen. Und ja, ich habe sie letztes Jahr schon drin gehabt. Ich erinnere mich noch, die findet dieses Jahr auch wieder statt. Eine kleine Xmascon in Coburg. Das finde ich irgendwie voll cool. Eine Convention, Anime, Manga mäßig so ein bisschen und Videospiele und den ganzen Kram. Aber eben in der Vorweihnachtszeit. Deswegen nennen sie sich Xmascon. Ist eine ziemlich coole Sache. Wer da also in der Gegend um Coburg unterwegs ist oder aus der Ecke kommt, kann ja mal vorbeischauen. Ist nur für den Samstag ein Hauptprogramm zwischen 11 und 19 Uhr. Danach gibt es noch ein Abendprogramm. Zum Eintritt haben sie leider nichts geschrieben, nur dass der Vorverkauf beendet ist, aber es noch Tickets an der Tageskasse geben soll. Aber wie viel die kosten soll, wollten sie auf der Homepage leider nicht verraten. Aber ich denke mal, so teuer wird es nicht sein. Auf jeden Fall wollen sie wieder ihr weihnachtliches Made-on-Host-Café anbieten. Das Basteln von Origami, verschiedene Wettbewerbe, Bring It By, Ehrengäste. Ich habe mal auf die Ehrengäste-Liste geguckt. Wenn euch der Name Lenny Fickett irgendwas sagen sollte. Ja, der gute Lenny, der wird da als Ehrengast da sein. Ist auch ein großer Let's Play-YouTuber hier. Der Lenny Fickett. Ich habe ihn selber nicht abonniert, aber sein Name ist mir zumindest bekannt. Vielleicht sollte ich mal reinschauen. Der macht auch Pokémon Go Sachen. Ja, den könnt ihr da treffen, mit ihm quatschen. Und natürlich auch noch viele andere Sachen. Alles klar. Ist ja eine Con. Da gibt es eine Menge zu tun, ne? Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Aber, ja, gut. YouTuber ist gerade ein sehr gutes Stichwort. Ich habe meine Anmeldung schon abgeschickt. Wer selbst YouTube oder eben auch Twitch macht, was ich ja auch auf meinem Schwerpunkt habe, kann ja sich noch anmelden. Am Mittwoch, den, was ist das, der 27. gehen die ab, beziehungsweise Zusagen raus. Wenn ihr dabei sein wollt, wird ein YouTuber-Workshop in München stattfinden, an der neuen Location des Kaffee-Netzwerk in der Schertlingstraße hinten. Was ich ziemlich cool finde, da lerne ich die auch mal kennen, hoffentlich. Weiß noch nicht, ob ich eine Ab- oder Zusage bekomme. Aber ja, ein Workshop zum Thema Twitch und Livestreaming, was ja für mich vor allem sehr wichtig ist. Technik, das und Don'ts, ziemlich cool. Mit offenem Treff natürlich wieder hinterher. Wer dabei sein möchte, braucht einen Kanal mit erkennbarem Konzept und ein paar Videos drauf, wovon das älteste nicht länger her sein sollte als einen Monat. Wenn ihr euch da angesprochen fühlt und selber dabei sein wollt, könnt ihr euch per Google-Formular dort melden. Ansonsten, ja, schauen wir mal, wer da alles so auftaucht. Und ich hoffe, ich kriege eine Zusage, weil ich lerne gerne immer noch was dazu. Bin ja selber kein Profi, ne? Ich mach's gerne, aber kein Profi. Was können wir denn sonst noch so machen in der Woche zum ersten Advent? Vielleicht bei den Mädels beim Itemshop vorbeischauen? Ja, ey, da ist ja mal wieder ein Zeichnertreffen. Das habe ich schon ein bisschen vermisst. Ja, und ich bin auch schon eine Weile nicht mehr dort gewesen. Hust. Schäme mich, aber vielleicht schaffe ich es dann, an dem Freitag mal wieder vorbeizuschauen. Sonst war es immer dienstags. Aber gut, für alle, die gerne ein bisschen kreativ unterwegs sind, vor allem im Bereich Zeichnen, deswegen heißt es Zeichnertreffen, können sich gemütlich unten im Dungeon beim Itemshop zusammensetzen, ein bisschen an ihren Werken arbeiten. Man kann sich gegenseitig Unterstützung und Techniken austauschen. Oder vielleicht sogar gemeinsame Werke. Oder vielleicht ein bisschen quatschen da. Vielleicht was in der Planung. Irgendwas planen. Klingt auf jeden Fall gut. Ich war schon ein paar Mal da. Habe auch immer ein bisschen nebenbei gezeichnet. Zum Beispiel meine Schnuffels für die Thumbnails. Zeichenmaterial, wenn ihr dort arbeiten wollt, bringt's aber am besten selbst mit. Und dann soll auch wieder eine Monsterhand stattfinden. Ja, vielleicht gehe ich dann dahin, wenn ich eine Absage kriege für die Tube, was ich schade finde. Ich würde schon gern zu dem Workshop gehen. Aber sollte das nicht werden, dann gehe ich eben Monsterjagen am Samstag bei der Monsterhand im Itemshop von der Community. Wieder sponsored bei Capcom, kann man vorbeischauen, spezielle Community-Quests mitmachen oder allgemein einfach so sich gegenseitig ein bisschen helfen. Beim Hochleveln des Jägerrangs funktioniert auch immer ganz gut. Aktuell wird meistens mehr auf der Switch gezockt. Wer auf älteren Modulen, also ältere Spiele spielen möchte, kann man auf Facebook vorher Bescheid geben. Dann sind die Leute auch vorbereitet, bringen entsprechend Konsole und Spiele dann mit. Sollte es bei mir mit, ja, der Typ nicht klappen. Ich glaube, ich komme da mal wieder mit meinem, ich glaube mit meinem 4-Ultimate auf dem DS vorbei. Klingt doch auch noch ein Plan für nächste Woche. Ansonsten kann ich natürlich für Leute aus der Gegend um Herne noch ein bisschen was im Rollenspielbereich anbieten. Da wird im Spielzentrum in Herne ein kleiner One-Shot-Tag angeboten. Ein One-Shot ist ein Rollenspielabenteuer, das eben nur über eine kurze Zeit, also quasi eine Sitzung, ein One-Shot stattfinden soll, deswegen auch entsprechend kurz geschrieben ist. Da wird einem dieses Event angeboten in Herne, wo ihr vorbeikommen könnt. Im Gegensatz zu ihrer großen Con, der Morpheus, die auch stattfindet, ist es hier allerdings wirklich nur Rollenspielen. In Ruhe ein paar Stunden Rollenspiel teilhaben, vielleicht ein neues System ausprobieren oder einen Charakter ausprobieren, den man vielleicht woanders noch verwenden möchte in der Kampagne oder so. Ziemlich cool. Keine Aussteller, keine Essenstände etc. Keine Ablenkung. Eingeteilt ist das Ganze in zwei Blöcke. Der eine war, glaube ich, um 11 und der andere um 16:30 oder so. Ungefähr, genau. 11:30 und 16:30, so rum. Also man kann am Vormittag oder am Nachmittag Blog teilnehmen. Wer sich anmelden möchte, da gibt es ein Formular auf der Homepage dieses, dieses Rollenspielvereins. Wen habe ich denn sonst noch? Ach ja, meine Maxler sollte ich nicht vergessen. Die sind natürlich auch wieder mit am Start. Die gehen auch bald so ein bisschen in die Weihnachtsstimmung, ne? Da werden noch so ein paar Treffen stattfinden. Wie zum Beispiel, was haben wir? Ach ja, die Mischiro in Augsburg. Wie immer in der Villa K15 hinten. Ab 12:30 Uhr könnt ihr vorbeischauen für 1 €. Essen und Trinken soll es da in der Küche vor Ort zu erwerben geben. Wenn ihr also aus dem Raum Augsburg kommt, ist das so das Animex-Treffen eurer Wahl. Für die Dresdner ist natürlich wieder das Dresdner-Treffen, das Date im Kinder- und Jugendhaus Insel am nächsten Samstag. Da kommt ihr für 3,50 Euro rein, dafür sind aber Snacks und Getränke schon inklusive. Die Pforzheimer, die treffen sich am Samstag wieder zwischen 12 und 12.30 Uhr am Bahnhof Pforzheim und gehen dann gemeinsam durch die Stadt. Wer also aus dem Raum Pforzheim kommt, kann sich ja da mit dem Maxland zusammentun. Es ist ein offener Treff, man bespricht gemeinsam, wo man essen und shoppen geht. Bringt euch entsprechend Geld mit für eure geplanten Ausgaben. Wen haben wir noch? Ach ja, das ist doch das Hannover-Rana-Cosplay-Treffen, das da auch so einmal im Monat oder so stattfindet. Das ist am Sonntag wieder im Seniorentreff Herrenhausen hinten in Hannover. Da könnt ihr für 1 Euro dabei sein. Dafür versprechen sie euch Kekse. Aber die Cosplays wird drum gebeten, lasst bitte daheim. Fotos sind gern gesehen. Dieses Treffen ist mehr einfach nur zum Quatschen und Austauschen und weniger zum Cosplay präsentieren. Also, ihr dürft da ruhig in stinknormalen Klamotten auftauchen. Funtainment, ja, da ist jetzt, zumindest war in der Liste noch nichts. Da ist jetzt nächste Woche eher mehr nur das Standardprogramm. Wie wir es halt so kennen. Die Tabletop- und Brettspiele-Nacht, wie immer donnerstags. Wenn ich dann... Na, da habe ich kein Turnier mehr, da gehe ich dann auch mal wieder hin. Schatz, sie hat gestern Nemesis ohne mich gespielt. Cooles Spiel mit Aliens. Boah. Ich war nicht dabei. Dafür habe ich an einem Pokémon-Go-Turnier teilgenommen. Aber okay. Freitags, ja, ist mehr für unsere Kartenspieler. Zum Beispiel beim Yu-Gi-Oh! Und Magic-Kartenspiel könnt ihr dort dabei sein. Das Hobby-Liga-Turnier, das Yu-Gi-Oh!-Turnier ist kostenlos. Da gibt es nichts zu gewinnen. Aber beim Friday Night Magic könnt ihr für die Startgebühren natürlich eben auch Preise abstauben. Das Pokémon-Liga-Turnier am Samstag ist wieder auch kostenlos. Da gibt es weniger was zu gewinnen. Aber wer dann bei Yu-Gi-Oh! Was abstauben möchte, das Samstagsturnier hat eine Startgebühr. Und dann gibt es eben auch Packs von Konami zu gewinnen. Außerdem läuft weiterhin noch der Standard-Showdown zu Throne of Eldrine aus Magic the Gathering. Da könnt ihr auch ein paar Booster abstauben, wenn ihr ja, euch für die 5 Euro Startgebühr anmeldet. Meine Jungs von Your Radio, die sind soweit auch noch fit, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, die wollen auf jeden Fall auch noch schön weitermachen. Freut mich auch sehr. Auch wenn ich immer wieder vergesse einzuschalten. Sorry, Jungs. Ich versuche immer dran zu denken und dann kommt mir was dazwischen. Wenn ich wieder dran denke, bin ich dabei. Ihr könnt bei Your Radio aber trotzdem auch 24/7 vorbei hören. Das ist nicht das Problem. Der Server läuft trotzdem. Aber der erzählt keine interessanten Themen oder erfüllt Musikwünsche. Deswegen ist es natürlich viel schöner, bei einem Moderator einzuschalten, der auch noch was zu erzählen hat. Beziehungsweise, wenn man sich was Bestimmtes wünscht. Da hat der Burst Angel wahrscheinlich besonders viel zu tun. Auf dem Anime-Stream. Ja, das macht der Server, macht das nicht. Aber ein Moderator. Und nebenbei kann man auch im Discord-Chat noch ganz angenehm, nicht nur mit dem Moderator, sondern auch anderen Zuhörern quatschen. Mhm. Meine Liste ist heute wieder etwas kürzer. Ja, so eine kleine Ruhepause zum ersten Advent. Aber trotzdem noch genug zu tun. Wer irgendwie mal irgendwo vorbeikommen möchte, kann das ja mal tun. Wenn irgendwas in der Liste fehlen sollte, was unbedingt noch mit reingehört, gebt mir Bescheid. Ihr habt alle Termine auch nochmal unten verlinkt in einem Google-Kalender, in dem ihr reinschauen könnt, ohne euch einloggen zu müssen in euren Google-Account. Da könnt ihr auch drüber schauen, ob irgendwas fehlt und mir dann einfach Bescheid geben. Irgendwas Treffenmäßiges oder... ja, Fantreffen, Conventions, ähnlich oder ähnliches, was da reingehört, bin ich für Input immer zu haben. Wo ich nächste Woche da vorbeischaue, ist wie gesagt noch nicht ganz sicher. Ich halte euch aber auf dem Laufenden und erzähle dann vielleicht sogar nächste Woche bei der nächsten Ausgabe ein bisschen, was ich denn so erlebt habe, ne? Für heute ist allerdings erstmal wieder Schluss. Es ist spät bei mir, ich brauche ein Abendessen. Wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, falls wir uns bis zur nächsten Ausgabe nicht sehen oder auch nicht bei mir auf dem Stream. Werdet nicht krank bei dem Kalten und wir sehen uns dann, ne? Ciao, ciao.